Wir spielen heute eine Runde Cities Skylines 2, der Nachfolger vom Vorgänger. Den Vorgänger habe ich ebenfalls schon mal auf diesem Kanal gespielt. Das ist inzwischen so, denke ich, 3 Jahre her. Ihr könnt euch das Video gerne nochmal ansehen, wenn ihr möchtet. Und ich habe mit diesem Video hier relativ lang gewartet, weil das Spiel ja hier im Vorfeld recht schlecht schon bewertet wurde, weil insbesondere die Performance schlecht sein soll. Und ich habe auch nicht den besten Gaming-PC, deswegen habe ich mir das erstmal aufgehoben. Und wir spielen hier auch nicht in 4K, sondern in 1080p. Und ich habe hier eine relativ kleine Anfängerstadt. Da merke ich noch nicht allzu viel von der schlechten Performance, muss ich sagen. Bisher gefällt es mir ganz gut. Wir starten rein. Viel Spaß mit dem folgenden Video. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wer Cities Skylines nicht kennt, das ist möglicherweise der einzig würdige SimCities Nachfolger, den es gibt. Und ich erkläre mal, was ich hier in meiner ersten Stadt gemacht habe. Das ist so meine Experimentierstadt. Ich habe schon gute Lust, die gleiche Map nochmal von vorne zu starten, weil ich dann einiges anders machen würde. Wir fangen mal bei der Autobahn an. Bei der A35, die kommt hier in mein Stadtgebiet rein und das ist auch das, was von Anfang an schon da war, die Autobahn hier. Und da habe ich direkt dann die Hauptstraße dran angebaut. Gibt es die Hauptstraße überhaupt noch? Oder wurde die jetzt in Gutenbergstraße umbenannt? Warum auch immer, das ist so, Gutenbergstraße. Das hier ist meine allererste Straße gewesen. Eine vierspurige Strecke, die in beide Richtungen befahren werden kann und die hier durchs Commercial-Gebiet und durchs Industriegebiet führt. Also hier links unten ist mein Wohngebiet. Wir können hier uns die verschiedenen Zonen anzeigen lassen. Grün ist sozusagen das Wohngebiet. Wir können hier verschiedene Häuser in verschiedener Dichte bauen. Wohnungen mit geringer Dichte, mittlerer Dichte, sowie größere Wohnblocks mit mittlerer Dichte und dann auch billige Mietwohnungen. Und das zeige ich euch mal, wie das hier in echt aussieht. Das sind so kleine Einfamilienhäuser, dann gibt es hier die mittleren Mehrfamilienhäuser, da wohnen schon wesentlich mehr Leute drin. Ich habe hier ein bisschen angefangen, das Ganze zu verdichten, nach dem Motto, hier waren nämlich früher alles Einfamilienhäuser. Hier sind so die mittleren angesiedelt, in dieser Reihe und in der vordersten Reihe. Hier sind so die großen Wohnhäuser angesiedelt, mit bis zu 24 Haushalten drin. Hier haben wir ein Spezialgebäude. Da wohnen bis zu 180 Haushalte drin. Und hier beim Friedhof sind rundherum Sozialwohnungen entstanden, wo ebenfalls sehr viele Menschen drin wohnen können. Das hier ist alles noch als Sozialwohnungsfläche ausgegeben. Also hier können bei Bedarf noch weitere Häuser gebaut werden. Wir sehen hier unten, wie der Bedarf der Stadt ist. Zurzeit ist zum Beispiel die Nachfrage nach Wohnungen mit geringer Dichte sehr hoch. Reagiert da im Moment aber nicht drauf. Wir sind sowieso im Pausenmodus, weil hier ich noch am Verdichten bin und sich das Ganze erstmal entwickeln soll und hier zum Teil auch Wohnungen noch umgebaut werden und so weiter. Ich erkläre mal kurz den Friedhof, exemplarisch für alle anderen Spezialgebäude. Der Friedhof ist hier und wir bekommen Statistiken, was der so kostet an Unterhaltung im Monat, wie effizient der Betrieb ist und wie viele Angestellte dort derzeit hantieren. Außerdem, wie viele Verstorbene hier im Moment gelagert werden. Das sind 17 von maximal 5000. Das hier ist der Friedhof. Wir können auch relativ nah ranzoomen. Wir sehen dann auch einzelne Bewohner der Stadt, die wir anklicken können. Ich glaube, das ist eine Neuerung gegenüber dem Vorgänger. Wir sehen hier, wo die Dame wohnt, wie sie ihre Freizeit verbringt, wie ihre Bildung ist etc., was ihr Beruf ist und was ihr Ziel ist. Hier am Friedhof sind auch Leichenwagen unterwegs, zumindest theoretisch. Anscheinend gibt es keine Toten im Moment. Die fahren dann durch die Stadt und holen die Leichen ab und wir können die dabei auch beobachten. Und nach dem gleichen Prinzip funktioniert dann hier zum Beispiel auch die Klinik. Die hat Patienten anstatt Verstorbene, sie hat Angestellte, sie hat theoretisch Fahrzeuge und holt dann die Kranken in den Wohngebieten ab. Und auch da kann man bei zuschauen.
Ganz neu ist jetzt die Grundschule, die ich gebaut habe. Die seht ihr hier. Dort seht ihr ebenfalls, wie viele Angestellte, wie viele Schüler dort zurzeit angesiedelt sind. Und jetzt muss ich mal aufpassen hier mit investieren, weil ihr seht, dass mein Geld knapp wird, beziehungsweise tendenziell weniger wird. Das ist so das Wohngebiet. Wie gesagt, wir können hier überall ranzoomen. Wir können das Ganze auch einfach mal laufen lassen, dass ihr hier den fahrenden Verkehr seht. Wir können den Fahrzeugen folgen, können sie dabei beobachten, wie sie hier durch die Stadt fahren. Gibt es jetzt auch Motorräder, die gab es früher auch noch nicht. All die Straßen hier habe ich neu gebaut und an jeder Kreuzung reichlich mit Kreisverkehren versehen. Ich weiß nicht genau, ob das sinnvoll ist, das werden wir noch sehen. Bisher bleibt der Verkehrsinfarkt halbwegs aus. Also ich glaube, so ganz schlecht ist das nicht, was ich hier bisher gemacht habe. Und dann wenden wir uns jetzt mal dem kommerziellen Bereich zu. Das können wir uns auch mal anzeigen lassen. Die blauen Gebiete hier, das sind die kommerziellen Gebiete. Und auch da können wir die Gebiete wieder einzeln anklicken. Zum Beispiel hier. Hier werden Fahrzeuge verkauft. Wir sehen wieder die Angestellten, wie viel Lärm produziert wird und vieles mehr. Genauso gibt es hier natürlich Chemikalienläden, Tankstellen, Getränkegeschäfte und vieles mehr. Das Ganze ist hier gewachsen im Lauf der Zeit. Ich habe relativ viel Geschäfte, viel kommerzielle Zonen. Und hier in dem pinken Bereich, das sind sozusagen auch kommerzielle Zonen. Hier sollen irgendwann mal Bürogebiete entstehen. Bisher tut sich da leider noch nicht viel. Das ist also so der kommerzielle Bereich. Und dann wenden wir uns mal kurz dem Industriegebiet zu. Das wird hier in Gelb angezeigt. Das ist mein Industriegebiet und Industrie verursacht relativ viel Dreck. Deswegen war der Gedanke, so die kommerzielle Zone hier als Puffer zu haben zwischen Wohngebiet und Industriegebiet. Ja, auch da können wir die einzelnen Industrien selbstverständlich anklicken. Zum Beispiel hier wird Gemüse hergestellt, hier werden Möbel hergestellt. Das sind so die einzelnen Betriebe. Ohne Energie funktioniert hier gar nichts. Das ist mein Gaskraftwerk. Wenn wir mal auf Kraftwerke gehen, dann seht ihr, dass wir hier die Auswahl haben zwischen verschiedenen Stromleitungen, ein Umspannwerk oder eben die Windturbine, eine umweltfreundliche Energiegewinnungsmaßnahme, die allerdings stark von Wetterbedingungen abhängt. Dann gibt es hier das kleine Kohlekraftwerk, das 20 Megawatt produziert. Davon hatte ich 3 Stück und irgendwann bin ich dann umgestiegen aufs große Gaskraftwerk, habe die anderen abgerissen. Das reicht hier momentan energiemäßig. Ihr seht, das möchte ich by the way auch noch erklären, ihr seht hier große Stromleitungen sowie auch Schienen teilweise. Genau, hier sieht man die Schienen. Das sind externe Linien sozusagen, die von außerhalb meiner Stadt kommen und daran müssen die Kraftwerke angeschlossen werden. So kann der überschüssige Strom verkauft werden. Wenn wir uns das hier nochmal ansehen, hier ist die Verbindung zwischen dem Ölkraftwerk und der externen Stromversorgung. Energie ist essentiell wichtig. Und dann habe ich kürzlich, das ist glaube ich auch ein teurer Spaß, eine Verbrennungsanlage gebaut. Hier wird Müll verbrannt und dadurch wird ebenfalls Strom erzeugt. Die Idee war, die Mülldeponie zu entlasten, die zwar noch eine Menge Kapazität hat, aber je mehr meine Stadt wächst, umso mehr Müll lagert sich hier natürlich auch an und irgendwann wird die dann voll sein und um das zu vermeiden, dachte ich, ich teste hier mal eine Müllverbrennungsanlage. Die macht natürlich auch unfassbar viel Dreck. Ich bin so recht zufrieden. Also die ganze Umweltverschmutzung, die findet hier rechtsseitig der Hauptstraße statt und das ist auch gut so. Außerdem, das geht hier fast unter, brauchen wir noch eine Wasserversorgung mit Frischwasser. Unsere Stadt muss mit Wasser versorgt werden, selbstverständlich. Und wenn wir hier auf das Wassersymbol klicken, dann sehen wir auch, wie die Wasserversorgung im Moment ist, beziehungsweise die Wasserverfügbarkeit. Das sieht gut aus. Hier ist unser Frischwasser und links ist unser Brackwasser, unser Abwasser. Und wenn wir uns jetzt mal den Fluss ansehen, dann werden wir feststellen, dass der von rechts nach links fließt. Und das ist ebenfalls gut so. Wenn das nämlich andersrum wäre, dann würde hier unser Dreckwasser abgeleitet werden. Es würde hier zum Frischwasserzulauf führen. Und dadurch hätte ich innerhalb kürzester Zeit Krankheiten in der Stadt. Deswegen ganz wichtig, so
nach diesem Prinzip hier, das Frisch- und Abwassersystem zu bauen. So viel zur Wasserversorgung. Und wenn wir uns die Wasserversorgung nochmal ansehen, dann sehen wir, dass das Wasser wunderbar in die ganze Stadt verteilt wird. Und das Gleiche gilt auch für den Strom. Hier sehen wir die Versorgung der Stadt mit Strom. Und gleichzeitig sind das hier die einzigen Stromleitungen, die man auch sieht. Also die zur Hauptstromleitung hin. Ansonsten müssen wir überhaupt keine Stromleitungen und Wasserrohre bauen. Denn, und das ist auch eine Riesenneuerung gegenüber dem Vorgänger, unsere Straßen, die wir bauen, die haben automatisch eine Strom- und Wasserinfrastruktur mit eingebaut. Das können wir uns hier auch mal ansehen. Wenn wir auf so eine Straße gehen, sehen wir, dass da eine gewisse Starkstromleitungskapazität vorhanden ist und dass da ebenfalls Rohre für Wasser und Abwasser verbaut werden. Das sehen wir auch grafisch. Das gilt so gut wie für alle Straßen. Und je größer die Straße, desto mehr Kapazität dann auch unter Umständen. Ich habe aber noch nicht alle Straßen erforscht, deswegen kann ich euch das gerade auch nicht zeigen. Und die einzelnen Gebäude können wir dann sogar noch aufwerten mit verschiedenen Add-ons sozusagen. Hier ist also jetzt die Abwasserstation und hier gäbe es die Möglichkeit, eine chemische Reinigung mit einzubauen. Dadurch steigen die Unterhaltskosten und das kostet auch Initialkosten. Wir können außerdem ein zusätzliches Klärbecken hinzufügen und dadurch steigen aber nicht nur die Kosten, sondern gleichzeitig natürlich auch die Kapazitäten der entsprechenden Einrichtung. Was ich euch ebenfalls noch zeigen möchte, das ist hier dieser Spezialindustriebereich. Hier habe ich nämlich zum Beispiel eine spezielle Nutztierfarm gebaut und das geht ebenfalls über das Zonentool. Dann hier die Industriespezialisierung und dann baut ihr dieses Ding einfach irgendwo hin, da wo Platz ist. Und dann könnt ihr das Gebäude anklicken und über das Flächenwerkzeug könnt ihr dann hier die Ränder der Flächen anpacken mit der Maustaste und könnt das Ganze ziehen und dadurch das Feld vergrößern. Und das gilt hier für die Farm genauso wie für den Steinbruch. Diese ganzen Gerätschaften hier, die entstehen übrigens automatisch, wenn der Steinbruch groß genug ist. Und außerdem gilt das auch hier, nein, natürlich nicht für das Busdepot, sondern für das Holzfällerdepot. Auch hier haben wir eine riesige Fläche vergeben, wo die Industrie wirtschaften kann. Ebenfalls vor kurzem habe ich hier ein Busdepot gebaut, nebst verschiedenen Haltestellen. Die können wir uns, glaube ich, hier mit der Transportübersicht ansehen lassen. Wir haben genau eine Buslinie, die zurzeit von 5 Bussen bedient wird. Hier können wir nachvollziehen, wo die Buslinie langfährt. Station 1, 2, 3 und 4 und dann fährt die Linie wieder zurück. Das war so die Idee, um von Anfang an den Verkehr ein bisschen zu entlasten. Und damit bin ich im Prinzip durch. Ich habe euch jetzt meine komplette Stadt hier mal eben vorgestellt. Wie gesagt, ich bin nicht ganz zufrieden. Ich habe schon wieder verschiedene Ideen, wie man das Ganze hier noch besser machen könnte. Ich folge mal hier so einem Bus, einfach um mal zu sehen, wieso der Verkehrsfluss ist. Ihr seht jetzt vielleicht schon hier an der Performance, ja, obwohl die Stadt noch nicht besonders groß ist, ruckelt das Ganze schon ein bisschen. Das liegt vielleicht auch daran, dass es gerade regnet. Das ist, denke ich, auch sehr performancebedürftig. Hier fahren jetzt sogar mal 2 Passagiere mit. Ich denke, die Buslinie, die muss ich erst einpendeln. Die ist ganz neu. Vieles würde ich anders machen, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde. Und dazu habe ich gute Lust, weil bisher macht mir das Spiel wirklich viel Spaß. Man kann sagen, dass ab diesem Kreisverkehr hier die ganze Stadt eigenhändig von mir neu gebaut wurde. Ich kenne hier jeden Winkel der Stadt natürlich. Ich wollte euch nur mal so einen groben Überblick über das Spiel jetzt einfach geben. Es ist ja zum Glück im Xbox Game Pass enthalten. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, ob das Spiel auf eurem Rechner läuft und wenn ihr zufällig monatlich für den Xbox Game Pass bezahlt, dann könnt ihr das automatisch spielen ohne zusätzliche Kosten und könnt das Ganze mal testen, wie das auf eurem Computer so läuft. Was sind eure Erfahrungen mit diesem Spiel? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann bin ich an der Stelle jetzt erstmal raus. Vielen Dank fürs Zusehen, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.